Wir sind Zürcher Kantonspolizei. Es geht um drei Frauen in diesem Stück, die miteinander den Chef in einer Tiefkühler einsperren. Nachher hat er Halluzinationen. Und sie tun in der Zwischenzeit, wo der eingefroren ist, den Laden umkrempeln nach ihrem Gusto. Und alles wird besser. Supermarkt Ladies ist ein Mitbestimmungsmusical. Das heisst, das Publikum darf mit Klatschen mit entscheiden. Also je lauter das ist, umso mehr geht die Entscheidung ins eine oder ins andere. Zum Beispiel am Anfang wird gefragt, ob man den Laden selber putzen oder auf Rollschuhe. Und meistens kommt dann halt einfach immer Rollschuhe, dann klatscht es lauter und dann in der nächsten Szene sind wir dann auch auf Rollschuhe. Dass wir Inline-Skates bekommen. Das wäre etwas besser gegangen. Aber wir haben also die alten Disco-Rollschuhe bekommen. Und das ist schwierig. Und, aber da es uns allen etwas gleich geht, finden wir es lustig. Die grösste Herausforderung bei so einem Mitbestimmungsmusical ist, dass man für alles gewappnet sein und auch wirklich alle Versionen auf dem Kasten haben. Und man muss wahnsinnig schnell sein. Das hat mit Umzug zu tun, das hat mit Text zu tun, das hat mit Liedern zu tun, die man singen muss und Rollen, die man spielen muss. Und das ist eine riesige Herausforderung. Das ist also ganz speziell. Und wenn ich dann komme, dann komme ich. Ne? Ein Mitbestimmungsmusical ist einmalig bis jetzt. Die grössten Herausforderungen sind natürlich, dass man viel mehr vorbereiten muss. Es gibt Stellen, wo man mehr als einen Song braucht. Und es ist am Schreiben ist es viel komplexer. Und Dominik Flaschka, der am meisten in die Geschichte investiert hat und all die Abzweige und so immer darüber leitet, das ist eine riesen Arbeit, dass es dann doch aufgeht. Und dass es auch logistisch hinter der Bühne stimmt und dass immer alle wissen, in welcher Abzweigung sind wir jetzt gerade und so, das ist kompliziert.